Ich habe die Essence Drops und die waren ja wirklich so schnell ausverkauft. Aber vorher gucken wir uns die Superstay Lumi Matte Foundation von Maybelline an. Die ist nämlich neu. Excuse me, wie schön ist diese Verpackung? Ich kann nicht. Ich habe mich so angesprochen gefühlt. Du weißt, Verpackung und das Ganze drumherum ist für mich wichtig, weil wir zahlen dafür, ich glaube, 15 Euro. Und dann soll das nicht nur ein schönes Ergebnis machen, sondern auch noch Spaß machen anzuwenden. Und jedes Mal, wenn ich die in der Hand habe, ich fühle mich einfach so in meiner Selfcare Welt, als wenn nichts außer mich existiert, außer diese Foundation und ich. Und du. Bis zu 30 Stunden halten, ein mattes Finish machen und das Besondere an dieser Foundation ist, dass die Pigmente mit deiner Haut so richtig schön verschmelzen sollen, damit das Tragegefühl unfassbar ist. Bei der Farbe war ich mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, das passt. Könnte zu hell sein. Oh ja, die könnte wirklich zu hell sein. Das riecht hier nach Alkohol auch wieder. Ey, dieser Primer, wirklich, wie gut der funktioniert. Wow. Ja, das Verblenden ging ja wirklich ruckizucki. Mittlere Deckkraft. Ließ also noch den einen oder anderen vermeintlichen Makel an meiner Haut durch, was ich immer sehr gerne mag, aber diese nicht oben drauf, die schiebt sich nicht hin und her, die ist nicht fleckig. Finde ich gut. Für 15 Euro wirklich ein richtig, richtig nice Produkt. Hat man kaum gemerkt und gesehen auf der Haut im Sinne von, du hast nicht eine Foundation oben drauf liegen gehabt. Also du hattest ein verfeinertes Hautbild, deine Haut sah schön aus. Der Ton war ebenmäßig und matt. Ich hatte keine Make-up-Ränder. Man hat nicht gesehen, dass da irgendwas aufliegt. Also für mich eine richtig, richtig nice Foundation. Ist das orangene Lippenöl geht aus dem Sortiment. Die nehmen das orangene Lippenöl raus. Ich würde mir an deiner Stelle einen Vorrat kaufen. Das orangene soll rausgehen. Schwestern, ihr hattet recht. Das orangene Lippenöl wurde so oft in die Kommentare geschrieben, dass das orangene Lipöl rausgeht. Und ich liebe es so sehr. Ich habe einfach Nachrichten auf Instagram bekommen. So, Sis, renn los, bunker dir noch welche. Ich liebe es, dass du weißt, dass das mein Lieblings-Lipöl aus der Drogerie ist. Ja, es kommt raus. Aber wir haben Ersatz bekommen. Und zwar ein ähnliches mit Lichtschutzfaktor 25. Neue sieht schon mal ziemlich ähnlich aus. Aber es ist nicht der exakt gleiche Ton. Passt schon ins Rosa, ne? Riecht so zitronig. Okay. Die Textur ist flüssiger. Bisschen wässriger. Der Glanz ist nämlich fast der gleiche, würde ich sagen. Okay. Ja. Oh, das zieht mir richtig den Lip Liner runter. Okay, weil die Textur eine andere ist. It's a no. Das sind nicht die gleichen. Ich trage den auch gerade und ich merke richtig, der ist so dünnflüssig. Der rennt mir die ganze Zeit runter. Und als ich gerade was getrunken habe, da ist mir richtig das Lipöl hier so runtergetropft. Also das sitzt nicht gut, nicht fest auf den Lippen. Es ist mir zu flüssig. Da mochte ich das hier viel, viel lieber. Da hatte ich dann auch länger was von. Und der Farbton ist auch nicht der gleiche. Das auf die Enttäuschung erstmal zu DM-Schwester. Und da sehe ich eine neue Foundation von Catrice. Aloe Vera und Hyaluronsäure bedeutet, das Ganze ist feuchtigkeitsspendend. Wir haben eine Nude Foundation, die eine aufbaubare Deckkraft hat. Wir haben einen Pumpspender. Farbe könnte hinkommen, ne? Das hat wieder diesen so ein bisschen wie der Soft Glam Filter, diesen Duft. Aber ich mag das. Tragegefühl ist wirklich gut. Fühlt sich leicht an. Wie sieht denn das Ganze aber aus? Oh. Und ich habe noch genau die Hälfte vom Pump übrig. Also zwei Pump perfekt fürs ganze Gesicht. Die Deckkraft ist schon gut. Das fühlt sich auch invisible auf der Haut an, ne? Der Ton könnte mir ein bisschen zu orange sein. Ja. Ich glaube, man sieht das in der Kamera nicht so, aber das ist ein bisschen zu orange für mich. Ich glaube, das ist ein Kandidat für einen zweiten, dritten, vierten Test. Nichts, was ich direkt aufgeben würde, obwohl ich momentan sagen muss, hat mich nicht so richtig überzeugt, sah nicht so richtig cute und pretty auf der Haut aus. Man hat gesehen, dass da eine Foundation aufliegt. Sie hat Unebenheiten und so kleine Pickelchen und so eher betont als kaschiert. Ich weiß nicht, ob es ein falscher Farbton war, ob ich zu viel, zu wenig genommen habe. Es war auch sehr fleckig, also ich habe dann immer wieder Löcher gefunden. Aber so das Auftragen und der erste Eindruck war eigentlich gar nicht so schlecht. Deswegen würde ich das auf jeden Fall nochmal testen, aber kann es noch nicht empfehlen. Aus alt macht neu, wir sprechen hier über Neuheiten und deswegen sind dir meine Nägel aufgefallen. Meine alten Nägel waren jetzt schon ziemlich alt und deswegen mussten neue her. 8. August. Und wir haben jetzt den 22. August. Ganz genau 2 Wochen habe ich die Nägel jetzt drauf. Du weißt das und ich weiß es. Du Nils ist einer meiner liebsten Kooperationspartner, wenn nicht sogar der liebste Kooperationspartner, weil... Wie bitte? Und falls du noch nie von den Softgel Press-Ons von Dunails gehört hast, Schwester, du hast was verpasst. Die sind nicht vergleichbar mit normalen, die du so kaufen kannst. Dazu kommen wir später nochmal. Basically sind das Fingernägel wie aus dem Nagelstudio nur zum Aufkleben und zwar in 10 Minuten zu Hause. Ich war ja neulich auf dem Dunails-Event und ich war richtig lange da. Also so lange bis in die Nacht, dass die Dame, die die Nägel dort gemacht hat für uns, gar nicht mal mehr da war. Und Luise wollte sich noch die Nägel machen lassen. Und da habe ich gesagt, Schwester, setz dich hin. Ich baue dir hier ein kleines Nagelstudio auf, because ich bin Expertin. Ich weiß, wie das geht. Da habe ich ihr die Nägel gemacht. Und ich konnte noch mal ein paar Tipps und Tricks weitergeben, aber auch selber lernen, weil Luise komplett andere Nägel hat als ich. Also eine andere Form, eine andere Größe. Und da war das nochmal ein bisschen was anderes. Deswegen bin ich jetzt umso mehr Expertin. I show you how to do nails, okay? Du musst deine Nägel vorbereiten. An den Seiten feile ich die dann immer so ein bisschen schmaler. Und ich habe dieses Tool neu. Das liegt jetzt nicht dabei. Also das kommt nicht mit dem Set mit, aber das kannst du zusätzlich bestellen. Und ich würde es dir empfehlen, weil, oh mein Gott, du kannst damit so gut die Haut am Nagelbett nochmal entfernen. Dann halten die einfach noch länger. Ansonsten ist ja alles andere mit dabei. Du hast deinen Nagel jetzt auch angeraut, cleanerst das mit dem beiliegenden,
Alkoholpad ab, suchst dir deine passenden Größen raus. Ich lege mir die dann immer schon mal parat und dann geht's auch schon an die Klebefolie. Auch da kannst du gucken, welche für dich am besten passen. Raufkleben, die Folie oben abziehen, den Nagel im 45 Grad Winkel anlegen, anpressen, gut anpressen und tada, deine Nägel sind fertig. Und damit kannst du alles machen. Haare waschen, Haushalt, Gartenarbeit. Die Langnägel halten bei mir circa eine Woche. Juliet sagt sogar, sie halten ein bisschen kürzer, aber ich habe die Erfahrung gemacht, sie halten einfach ein bisschen länger bei mir. Und die kurzen Nägel halten sogar 2 Wochen. Dem Code Rebecca20 sparst du diesmal 20%. Wir hatten davor ja 15, also jetzt wieder 20. Ich empfehle dir wirklich sehr schnell zu sein. Ihr schreibt mir nämlich immer, Rebecca, hast du noch einen Code? Ist der noch aktiv? Und meistens geht der immer noch eine Weile nach hinten raus, aber ich kann es nicht versprechen. Deswegen sei schnell. Und kleiner Spartipp unter uns. Ich empfehle dir immer, dieses Set zu nehmen, wo du so, ich glaube, 5 Sets zusammenbauen kannst, weil das ist eh immer schon mal günstiger. Und in Kombination mit dem Rabattcode wird es nämlich noch günstiger. Die Tropfen, die das Internet gerade brechen. Schreib mal Drops in die Kommentare, wenn du auch auf der Suche bist und noch nicht gefunden hast, weil ich bin in den letzten Wochen, ich habe ja schon auf TikTok gesehen, dass die rauskommen sollen, ne, bin ich schon crazy gewesen und gesagt, wo gibt's die nicht? Wir haben richtig FOMO bekommen, ne? Wir haben immer richtig Angst, denn, dass wir die Produkte nicht mehr kriegen. Aber chillen wir kurz und gucken, was die überhaupt können. Wir haben Bronzing Drops mit Kokosnussduft. Sie sollen dir einen sonnengeküssten Teint verleihen, was wir sehr brauchen können, denn der Sommer hier, er ist bescheiden. Das Ganze soll dir auch noch Feuchtigkeit spenden. Kann allein getragen werden, in deine Hautpflege eingemischt werden oder gezielt einfach halt um zu bronzen aufgetragen werden. Okay, erstens enttäusche mich jetzt bitte nicht. Ich würde so... Oh, es riecht schon sehr nice nach Kokosnuss. Nicht dieser künstliche, dolle Kokosnussduft, sondern der tolle, den wir mögen. Ich glaube, ich würde das never ever alleine einfach nur für einen Glow tragen. Da gibt es bessere Produkte. Okay, it's giving fleckig. It's giving, was macht sie da? Sieht wirklich aus, als hätte ich mir zu dunkles Make-up, was fleckig ist, aufgetragen. Aber das Tragegefühl ist super. Warum sollte man das aber so tragen? Mit Foundation, ohne Foundation. Hier glänzt die, müsste man halt abpudern. Dann trage ich auf die Seite nämlich nur Foundation auf. Und dann gucken wir im direkten Vergleich. Hier meine Foundation, wie ich sie immer trage, hier mit den Drops drunter. Ich finde, diese Seite glänzt viel, viel mehr, obwohl die schon länger angetrocknet ist jetzt. Hat jetzt nicht so gut geklappt, deswegen, wir können sie auch in unsere Hautpflege einmischen. Feuchtigkeitscreme. Und jetzt gebe ich da wirklich nur so 1, 2, 3. Vom Prinzip her genau wie, wenn man das direkt unter das Make-up gibt, aber jetzt ist das halt verdünnt. Ich habe auch das Gefühl, es verblendet sich besser mit der Creme, also es sitzt nicht so fleckig auf. Du kannst das nochmal gut schieben. Ja, und das macht schon jetzt so ein bisschen frischer, würde ich sagen, oder? Ich glaube, kurz darüber reden, dass diese Schwester mal wieder Selbstbräuner braucht, weil wie pale bin ich gerade. Du kannst sie auch alleine als Bronzer richtig punktuell auftragen. Farbton ist auch interessant. Warum haben sie so einen genommen? Der ist relativ orange, wenn du mich fragst. Guck. Ich habe den Pinsel jetzt richtig gut schon so ausgestrichen, damit wir wirklich nur noch Rest haben und lieber aufbauen können. Aber ich merke schon, es wird fleckig. Guck mal, hier unten ist mehr als hier oben. Ja, doch. Nee, weiß ich nicht. Definitiv ein Produkt, was viel Arbeit und Liebe braucht. Wenn du Spaß am Make-up hast, ein bisschen Kleingeld noch über hast und die vorrätig irgendwo stehen siehst, dann kannst du die für 4 Euro definitiv mal mitnehmen und gucken, wie du damit zurechtkommst. Aber Real Talk Schwester unter uns gesagt, die sind keine FOMO wert. Also sie sind nicht dieses Gefühl von, oh mein Gott, da ist eine Neuheit und ich muss sie haben. Diese Panik, die man immer schon hat, das ist es nicht wert. Meine Schwester liebt den Jelly Grip Primer mit dem Pumpspender über alles. Als ich gesehen habe, es gibt einen Stick, ich war so neugierig. Und jetzt stopp. Ich habe den komplett falsch verwendet und ich glaube, ich habe damit einen neuen Hack freigeschaltet. Wir haben einen kleinen Schutzdeckel. Wow. Das sieht wie so ein Klebestift auf. Riecht absolut nach gar nichts. Warum ist das kühl auf der Haut? Und es geht so weich rüber. Guck mal, du siehst richtig das Produkt hier. Oh mein Gott. Hä? Als würde der Stick so ein bisschen wegschmelzen auf der Haut. Guck mal, siehst du den Glow schon? Wie bitte? So viel habe ich jetzt mit einer Anwendung abgetragen. Also so nicht mal einen Millimeter. Minimalen Grip. Aber ich denke auch gerade, dass man jetzt wahrscheinlich die richtige Menge drauf hat. Weil wenn man flüssigen Primer nimmt, safe nehmen wir alle zu viel. Das ist nämlich eine ganz dünne Schicht, aber die ist präsent. Fühlt sich super an. Hätte ich nicht erwartet. Das ist eigentlich ein Primer nur für deinen Concealer, sprich nur für unter die Augen. Und ich habe es einfach fürs ganze Gesicht verwendet, weil ich dachte, das wäre fürs ganze Gesicht. Make-up hat gehalten, da war genug Griff da, aber es hat nicht komplett geklebt. Das heißt, da ist auch nichts abgerollt. Die Produkte haben sich gut einarbeiten lassen. Also für mich eine sehr gute Basis, nicht nur für unter die Augen, sondern fürs ganze Gesicht. Vielleicht ist dir gerade schon aufgefallen, es gibt noch mehr Neuheiten im Essence-Sortiment. Wir haben einen unfassbar tollen Pfirsichduft. Das ist schon cremig. Hat so einen ganz leichten Glow irgendwie. Macht das überhaupt jetzt gerade hier was? Ja. Oh, das riecht so lecker nach Pfirsich, ne? Blend, blend, blend. Highlighter ist immer so schwer zu reviewen, finde ich, weil man den immer kaum sieht. Das soll er ja auch eigentlich machen. Er soll einen ganz leichten Glow verleihen, aber das fängt die Kamera oft nicht ein. Der Highlighter ist nicht nur shimmery, er ist auch so ein bisschen peachfarben. Er lässt sich wunderbar aufbauen, aber Vorsicht, wenn du zu viel drauf machst, das Ganze ist sehr cremig. Also es könnte ein bisschen too much werden. Und prinzipiell ein Allrounder für Körper, Augen, Wangen, je nachdem, wo du highlighten möchtest. Der ist zwar so ein bisschen festivalmäßig aufgemacht, aber ich finde, den kann man durchaus auch im Alltag tragen. 3,25 Euro. Ich würde auch mehr als 4 Euro dafür nicht ausgeben.
bin ich ehrlich. Angesichts der Tatsache, dass das Video letzte Woche so enttäuschend mit den Drogerieneuheiten war und die alle wirklich so ein Flop waren, nicht alle, aber viele, ist das halt wirklich ein Win. Die Lipliner an sich sind jetzt nicht neu, aber ich glaube, das sind neue Farbtöne. Was für eine Farbe haben wir hier eigentlich? Ist so ein bisschen schon ins Rosane, ne? Wie finden wir die Farbe? Ich trage jetzt keinen Lippenstift auf, damit wir wirklich nur die Farbe haben, okay? Ich habe richtig schief aufgetragen. Ach, Farbe gefällt mir gut. Gehen wir mit einem komplett klaren Lipgloss jetzt rüber. Okay, schöne Farbe. Sehr so beerig, bisschen bräunlich. Die 8 Stunden Matte Lip Liner von Essence, die halten halt auch wirklich richtig lange. In Kombination mit dem Lippenöl. Passion Talk und The Perfect Shade. The Perfect Shade ist so in die Braunrichtung, etwas dunkleres. Das trage ich heute auch. Und Passion Talk ist schon ein bisschen mehr rosa. Sieht NYX der neue Blushes, die habe ich nicht mitgenommen. Ich erzähle dir auch kurz warum. Vor einer Weile kam das ja auch neu raus und ich habe das in Dubai schon gefunden gehabt, bevor es hier in Deutschland in der Drogerie war. Also macht ihr um Drogerie-Content aus Dubai keine Sorgen, Sis. Aber dieser Duft, ich kriege Kopfschmerzen. Das ist mir nicht aufgefallen. Aber dann neulich, Aldin sagt auch, irgendwas riecht an deinem Gesicht und das ist dieser Bronzer. Ich kann den nicht mehr benutzen, weil der so intensiv riecht. Und als ich die Blushes davon in den Regalen stehen sehen habe, ich kann nicht. Die riechen auch nicht gut. Und deswegen durften die mit. Die sind jetzt nicht neu im Sortiment, aber sie sind neu für mich, okay? Aber ein bisschen schade, die Verpackung sieht hier so ein bisschen billow aus. Das staubt kaum auf. Ich habe jetzt gerade den fluffigsten Pinsel genommen, den ich finden konnte. Ich muss Blush immer mit fluffigen Pinseln auftragen, sonst wird das mir zu doll, zu fleckig. Guck mal, ich habe nicht viel auf dem Pinsel gehabt. Also kannst du hier wirklich vorsichtig sein, dass es gut pigmentiert. Ich glaube, ich will gar nicht mehr machen, weil mir das schon so reicht. Könnt's definitiv noch ein bisschen verblenden. Wir haben ein dezentes, mattes Ergebnis, was dennoch sagt, hallo, ich bin da. Ich will ja auch nicht zu wenig Blush. Ich will schon, dass man sieht, da ist ein bisschen was los, weil ich finde, das macht dann auch noch mal so ein bisschen so... Oh yes. Eine Erinnerung, dass morgen die neue Folge von Liebe, Liebe, Lipgloss online geht. Elisabeth, liebe Grüße an dich. Du hörst sie wahrscheinlich morgen wieder auf dem Schulweg. Mittwoch und Sonntag sind Tias Lieblingstage, weil da neue Videos online gehen. Kleine Erinnerung, dass mittwochs immer ein neuer Vlog auf Rebecca und Aldin online geht. Und an der Stelle auch danke für den unfassbaren Support zum ersten Vlog. Dazu aber mehr am Mittwoch auf dem Vlogging-Kanal. Ich freue mich schon aufs nächste Video. Lasst bitte ganz viel Liebe da. Das Video war ganz toll anstrengend, aber ich habe so gerne gemacht. Ich freue mich morgen auf dich bei Liebe, Liebe, Lipgloss. Sage mach's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Okay.